So, Leute. Oh, ich hasse das. Ich vergesse immer in die Kamera zu gucken und so ein Blödsinn. Und zwar folgendes. Haben ja sicherlich viele Leute schon mitgekriegt. Vorwerk hat jetzt was Cooles ausgebracht. Ich habe das Teil natürlich schon ein paar Tage länger jetzt. Hab's auch ausgiebig getestet und jetzt lasse ich euch teilhaben daran. Weil das ist eine ganz feine Sache. Gucken wir uns das mal an. Machen wir. Und zwar folgendes. Den Akkusauger hat man ja schon mal hier und da irgendwo gesehen. Nicht wundern, der Fußboden ist mit Absicht so dreckig. Akkusauger. Und jetzt haben wir hier den Wischer gebastelt. Den Wischer selbst erkläre ich jetzt nicht im Detail. Funktioniert wie der alte. Vorteil ist, passen die gleichen Tücher drauf wie beim SP600, also beim Vorgängermodell. Ist eine ganz feine Sache, finde ich gut, muss man keine neuen Tücher holen. Einfach rüberfahren, wie beim anderen, zuklappen, fertig. Wie bei dem anderen großen Bruder Wassertank. Diesmal kann man den aber besser hinstellen zum Befüllen fürs Reinigungsmittel. So, machen wir gleich mal. So, dann haben wir das Ding da hingestellt. Dann schmeißen wir hier schnell den Reiniger. Ne, Strich ist klar. Hip hop. Innenkopf. Zuschrauben. Und schon ist unser Kram fertig. So. Mitnehmen. Mitkommen. So, dann stelle ich euch mal hier oben hin. Ich bin alleine leider. So. Dann mache ich jetzt mal schnell. Hier ist einfach rein. So. Dann mache ich noch schnell ein frisches Tuch drauf. Das ist noch vom Putzen. Pack ich mal weg. Waschmaschine. Spann mal hier das neue Tüchlein ein. Ne? Rähmchen. Quasi wie bei dem anderen Wischer. Alles dasselbe. Rüber hoppeln. Ja, klappt das hier? So, klappt. Und dann Attacke. So. Das ist selber, aber ich muss mal gucken. Sind wir denn schon in der totalen? Nee, sind wir noch nicht, ey. Ein bisschen hoch, wieder zurück, ein bisschen runter. So. Prinzip ganz einfach: zurückklappen, anschalten. Der Akku ist natürlich fast leer wie immer. Einmal, zweimal, dreimal. Und dann geht der Spaß los. Hol ich euch mal. Zack. Gucken wir mal. Genau, wir saugen ein bisschen gleichzeitig. Sollte das alles hier kein Problem sein. Ach, bombig. So, jetzt hat man immer das Gefühl, also ich hatte immer das Gefühl, dass der Akkusauger, weil er so leise ist, nicht richtig saugt, aber ich habe heute extra mal hier ist wieder mal Katzenfutter. Ja. Ist jetzt noch nicht ganz weg, muss ich ein bisschen länger warten. Und siehe da, verschwindet auch das angetrocknete Katzenfutter mal. So, schön die Kante putzen. Macht er wunderbar. Ja, und dann kannst du hier jetzt eigentlich ruhig weg. Der ist jetzt einen Zentimeter flacher, aber reicht immer noch nicht unter meiner Heizung. Leider. Ist halt ein Altbau. Ja, und dann ab hier. Ab dafür. Küche putzen. Wie man an der Spiegelung vom Fenster erkennt, ist dann alles wirklich gut feucht durchgewischt. Und einwandfrei.
Also ich kann mich nicht beschweren. Ich bin mit der Leistung, von der Saugleistung angefangen, bis hin mit der Wischleistung, im Gegensatz zu den großen Maschinen, vollkommen zufrieden und überrascht, dass es überhaupt so gut funktioniert. Bin ich ganz ehrlich. So, ich mach das mal ein bisschen hier weiter. Weil die ganze Zeit zugucken, wie ich hier meine Küche putze, ist ja absoluter Blödsinn. Deswegen, ich wollte euch bloß mal zeigen, dass das echt Spaß macht und schnurlos ist. Jetzt blinkt das schon, weil der Akku gleich leer ist. Dann zeige ich euch jetzt gleich das nächste coole Zeug. Wenn ihr wirklich ein Putzteufel seid und denkt, boah, was soll ich alles in einer halben Stunde schaffen? Ja, da muss ich leider, unter meiner Heizung muss ich leider immer noch, muss ich leider immer noch mit der Hand putzen. So. Kann man doch mal hier so anhalten. Dann läuft er weiter, dann schieben wir mal den Tisch rüber. Da uns hier vor ein paar Tagen die, am Wochenende die Blume runtergefallen ist. Ich habe gesagt, heb das mal auf. Ich mache das mal weg. Ich wollte euch mal zeigen, dass man auch Blumenerde damit wegkriegt. Leider nicht bis unter die Heizung. Oh, jetzt ist endlich der Akku leer. So, dann gucken wir mal, wie das geht. Und zwar folgendes. Das Coole ist ja vorwegnehmend. Im Gegensatz zu den anderen Kollegen. Beutel, hier, ihr seht auch, ich saug hier mit einem fast vollen Beutel. Ne? Wir können den leeren Akku austauschen. Den bringen wir jetzt zum Laden. Und den hier nehmen wir. Hoffen, dass er voll ist. Machen die Klappe wieder zu. Und dann machen wir weiter. So muss ich meinen Hausputz nicht unterbrechen. Gucken wir. Wunderbar, alle Striche da und weiter geht's. Eins, zwei, reicht jetzt. Und wenn die Leute meinen, das ist ja leider so, er ist euch zu leise oder er saugt nicht richtig, einfach hier auf volle Pulle und ab dafür. Aber ich wollte euch halt zeigen, dass Stufe 2 auch ausreichend ist, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, was man will. Wie man sieht, ist der Küchenfußboden schon sauber. Da haben wir einen Krümel vergessen. Aber ja, so, dann nehmen wir rückwärts mit. Der ist auf jeden Fall weg. Ja, und dann kann ich hier schön unter meine Schränke, ich fahre immer gerade rein. Geht dann halt was besser. Ja, da hinten noch. Einmal so lang. Und dann bin ich zufrieden. Zu Hause kann ich auch ganz prima mit den Dingen da in so eine verwinkelte Ecke fahren. Wo ich sonst nie hingekommen bin mit dem Wischer. Kann ich jetzt da rein, hopp und dann ist das in grün. Hier komme ich auch runter bei mir in der Küche. Einmal frei. Und so geht der ganze Spaß weiter. Ja, und schon fahren wir blitzschnell. Unsere Küche durchgeputzt, die gerade eben noch aussah wie Sau, weil ich einfach alles, was auf der Arbeitsfläche war, ich drehe euch mal um, habe ich auf den Boden geschmissen und dann weggeputzt. Ohne Problem. Und das mit einer Akkutechnik. Also, finde ich in Ordnung. Und ganz ehrlich, vergleichbare Geräte, ich habe mir alles angeguckt, gibt es nicht. Gibt es wirklich nicht, überhaupt nicht. Also, ich glaube, Philips hat so ein Ding gebastelt, Akkutechnik zum Wischen. Das ist eine traurige Geschichte.
da läuft so eine ähnlich wie so eine Farbrolle da drin. Die muss ich dennoch übelst mit der Hand auswaschen, wenn ich fertig bin. Bin ich nicht so begeistert von. Denn hat Kercher noch irgendwas gebastelt. Den habe ich mir gar nicht. Ich glaube, da ziehst du bloß einen Lappen hinterher. Und dann hat. Also es gibt 3 Akkuwischer. Habe ich gezählt, die das versucht haben. Aber das beste Prinzip hat meiner Meinung nach immer noch der Vorwerk. Weil kann mich nicht beschweren, das alles ist einwandfrei. Das ist, was soll ich sagen? Das Schöne ist halt, wir haben Beutel und so. Jetzt gucken wir uns mal. Warum dreht sich das scheiß Ding ständig weg? Jetzt gucken wir uns mal das Ergebnis an. Und ansonsten, unabhängig davon, meldet euch einfach. Machen wir so. Meldet euch einfach. Guckt auf der Kobold-Website, wer euer Berater ist. Schreibt mich an. Kein Problem. Machen wir alles. Kriegen wir alles hin. Nicht verzagen. Andere Fragen. Ich habe jetzt mal hier Tuch rausgebastelt. Das ist unser Ergebnis. So, jetzt kommt. Ja, aber sie schmieren ja denn alles breit. Nein, eben nicht. Hier, so sahen meine Tücher, die sind jetzt nicht ganz so, aber so sahen sie vorher aus. Ne? Und das ist alles. Also ich muss mal jetzt nicht hier großartig im Wischwasser wühlen. Nehmen wir einfach das Ding, zieh es ab, bring es in die Waschmaschine. Jetzt, wie zeige ich es euch? Ich nehme die weiße Seite und ich jetzt das Tuch da hochlege und drücke, ist nichts, ist nur nass geworden, aber ist kein Schmutz dabei. Wisst ihr, was er meint? Also, ich kriege auch keine schmutzigen Hände, wenn ich hier drüber rubbel. Ist alles, ist nur feucht, ja? Klar, ich habe ja gewischt, aber die Faser hält den, jetzt hätte ich beinahe Deutsch geredet, hält den Schmutz fest. So, und das ist alles. Also, am Ende vom Lied ist es, ich stelle euch mal wieder hier hin, zack, zack, zack. Am Ende vom Lied ist es, ne, Tuch abnehmen, zusammenfalten, Waschmaschine. Haben wir schon 2 heute gesammelt. So, und das ist mein ganzes Putzzeug. Ich muss keinen Eimer leeren oder sonst was. Maschine stelle ich in der Ecke und morgen geht's weiter. Und das Lustigste ist ja, das ist alles ohne Kabel, gell? Früher mussten wir das mit Kabel machen. Und wer mit 2 Akkus schafft, der kann nahtlos schaffen. Kannst einen Akku laden und mit dem anderen saugen, einwandfrei. Was willst du mehr? Kann kein anderer. Können nur wir.